Hallo lieber Landwirt, hast du schon das Video von landwirt.com mit dem Praxistest über das Mähwerk mit Aufbereiter, das Felleramos 3160 TLX-KC gesehen und fragst dich, wie sich der Kauf für dich rechnet? Gleich berechnen wir die Kosten und die Mindestauslastung für deinen Betrieb mit unterschiedlichen Arbeitsbreiten. Am Ende des Videos siehst du, wo du den Landtechnik-Check für Mähwerke kostenlos herunterladen kannst. Darin kannst du dann auch die Produkte anderer Hersteller eintragen und den Kauf eines gebrauchten oder neuen Mähwerkes direkt vergleichen. Mein Name ist Rainer Möller. Ich unterstütze über 10.000 Landwirte und namhafte Agrarunternehmen mit einfachen Wirtschaftlichkeitsrechnern. Wenn dir das gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch und abonniere meinen Kanal. Klick am besten zusätzlich auf die Glocke neben dem Abonnieren-Feld, damit du kein Video mehr verpasst. Jeden Mittwoch veröffentliche ich in Zusammenarbeit mit landwirt.com einen neuen Landtechnik-Check für dich. Und jetzt siehst du, wie einfach er funktioniert. Wir starten mit dem Trecker. Der Leistungsbedarf geht von ca. 100 bis 130 PS. Trage einfach Anschaffungspreis, Nutzungsdauer und Restwert ein und du siehst die Fixkosten pro Jahr. Ganz wichtig ist natürlich die Auslastung. Zusätzlich kannst du die variablen Kosten für Reparaturen, deinen Lohnansatz oder den aktuellen Dieselpreis anpassen. Fertig. Jetzt kommen wir zum Heckmähwerk mit Aufbereiter und einer Arbeitsbreite von 2,6, 3,1 und 3,6 Meter. Der unverbindliche Listenpreis beim Felleramos 3160 TLX-KC beträgt 20.750 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer. Es gibt das Mähwerk natürlich auch noch in anderen Varianten und ohne Aufbereiter. Bei den Preisen gehen wir nun von 25% Händlerrabatt aus. Deinen tatsächlichen Anschaffungspreis kannst du genauso wie die anderen Werte, zum Beispiel den Restwert oder die Auslastung, einfach individuell anpassen. In unserem Beispiel gehen wir bei der Auslastung von 150 bis 200 Hektar pro Jahr aus. Bei den variablen Kosten kannst du die Höhe der voraussichtlichen Reparaturen pro Jahr anpassen. Wir orientieren uns dabei mit 2,55 Euro pro Hektar an den Werten des KTBL. Jetzt wähle den passenden Trecker aus und passe eventuell den Dieselverbrauch an. Dieser kann in der Praxis stark schwanken. Ich gehe von 14 bis 18 Liter pro Stunde aus. Schreib mal bitte in die Kommentare, ob das passt. Du kannst die Werte einfach anpassen. Die Leistung pro Stunde ist von vielen Faktoren abhängig. Du kannst diese hier selber kalkulieren und einfach unterschiedliche Arbeitsbreiten, Flächengrößen und Entfernungen vergleichen. Zusätzlich zur Arbeitsbreite, die wir bereits kennen, trägst du die Überlappung, die durchschnittliche Geschwindigkeit und die Dauer je Wendevorgang ein. Jetzt erkennst du das Potenzial bei der Flächenleistung. Zusätzlich kannst du die Flächengröße und die durchschnittliche Entfernung für die Anfahrt korrigieren. So, die berechnete Flächenleistung ist automatisch mit der Tabelle verknüpft. Jetzt erkennst du im Diagramm die Kosten je Stunde inklusive Trecker mit Fahrer und Diesel und die Kosten je Hektar. In unserem Beispiel sinken die Kosten mit steigender Flächenleistung und steigender Auslastung. Jetzt stellt sich noch die Frage, ob du selber in ein Mähwerk mit Aufbereiter investierst oder die Arbeit durch einen zuverlässigen Lohnunternehmer oder Maschinenring machen lässt. Und dazu berechnen wir die sogenannte Auslastungsschwelle, also ab wann sich theoretisch der Kauf eines eigenen Mähwerks mit Aufbereiter rechnen würde. Dazu trägst du die Kosten pro Hektar, zum Beispiel 30 Euro für den Lohnunternehmer oder Maschinenring ein. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob dieser Wert passt. Schreib dies mal bitte in die Kommentare. Du kannst den Wert einfach anpassen. In unserem Beispiel rechnet sich der Kauf ab 135, 144 bzw. 139 Hektar pro Jahr. Die Kosten pro Hektar sind natürlich nur der eine Punkt. Die Schlagkraft, dein Wunsch nach Flexibilität, die verfügbare Arbeitszeit und die Zuverlässigkeit von Lohnunternehmen und Maschinenring sind bei der Entscheidung, ob du selber ein Mähwerk mit Aufbereiter kaufst, natürlich ebenfalls wichtig. Und es passt natürlich nicht in allen Regionen. Wenn du jetzt nachrechnen willst, klicke oben rechts und du kannst den Mähwerk-Check sofort gratis herunterladen. Unten rechts siehst du noch mehr Videos zur Berechnung der Maschinenkosten. Und unten links erfährst du, wie jeder Milcherzeuger seinen Gewinn um mehrere tausend Euro pro Jahr steigert. Bis dann, dein Rainer Möller.